Warum wird Bogenbau nie langweilig? Adamus Mino hat auf seinem Kanal ein Bogenbau-Tutorial veröffentlicht. Ich werde parallel dazu meinen eigenen Bogen bauen und die Gelegenheit nutzen, euch ein paar Varianten zu zeigen. Die sind eher nichts für euren ersten Bogen, aber zeigen, wie interessant Bogenbau auch nach dem 10., 20. oder 30. Bogen noch sein kann. Zunächst ernte ich eine andere Haselsorte. Ich hole mir keine gemeine Hasel, sondern eine Ziervariante, die Bluthasel. Die wächst genau wie die gemeine Hasel strauchartig. An der Rinde erkennt man sie ebenfalls durch helle waagerechte Striche. Wie die gewöhnliche Variante hat sie kleine Knospen und lange buschige Blütenkätzchen. Die Nüsse sind jedoch etwas kleiner und dunkler als bei der gemeinen Hasel. Im Sommer kann man die Bluthasel auch daran erkennen, dass ihre Blätter dunkelviolett statt grün sind. Die Form ist aber die gleiche wie bei anderen Haselsträuchern. Da auch ein Haselast ordentlich Gewicht haben kann, das beim Fällen zur Gefahr werden könnte, kappe ich den Ast gerne zunächst so weit oben wie möglich. Damit das Holz nicht einreißt, wird zunächst die Druckseite zu einem Drittel angesägt. Man beendet den Schnitt dann von der anderen Seite. Bei mir hat das nicht ganz so gut funktioniert, weil ich wegen des Geländes nicht sauber ansetzen konnte. Das ist aber nicht so schlimm, weil ich bei mehr als 2 Metern Restlänge ausreichend Spiel hatte. Danach fällt man nach dem gleichen Prinzip den Teil, den man behalten möchte. An den Schnittstellen kann man gut erkennen, dass Hasel Markstrahlen hat, die von der Mitte nach außen gehen. Um die Bogenmitte festzulegen, hilft eine gerade Leiste oder ein Stück Schnur. Als Anfänger möchte man dabei erreichen, dass der Rücken möglichst keine Äste hat und dass der Sehnenverlauf durch den zukünftigen Griff geht. Zum Arbeiten spanne ich den Stamm in einen Schraubstock ein und nutze eine selbstgebastelte Auflage zur Stabilisierung. Danach messe ich die zukünftige Mitte meines Bogens aus. Für den Griff sehe ich ober- und unterhalb der Mittenmarkierung eine Handbreite vor. Bei Stämmen bis zu 8 cm Durchmesser entfernt man danach normalerweise das Holz auf der Bauchseite bis zum Markkanal. Wenn man keine Bandsäge hat, kann das sehr mühsam werden. Ich habe eine Methode ausprobiert, mit der man sich viel Arbeit mit Beil- und Ziehmesser sparen kann. Dafür sägt man im Abstand von einer Handbreite den Stamm zu einem guten Drittel ein. Wenn man weiter einsägt, kann es insbesondere bei Drehwuchs dazu kommen, dass der Stave zu dünn wird. Man probiert die Methode also am besten zuerst nur am dicken Ende aus. Anschließend kann man dann zum Beispiel mit einem großen Schraubendreher die einzelnen Abschnitte abspalten. Ich habe dafür ein Stecheisen benutzt. Den Rest bis zum Markkanal schnitzt man mit einem Ziehmesser herunter. Man dreht den Stave dann so, dass sich der Seitentaper grob herausarbeiten lässt. Wenn man die Rinde erst danach entfernt, bleibt der Bogenrücken bis dahin geschützt. Außerdem beschränkt man die Arbeit für diesen Schritt auf das Notwendigste. Ich verwende dabei die stumpfe Seite meines Ziehmessers, um die Rinde abzukratzen. So verletze ich den Rücken nicht. Wichtig ist, dass man auch den Bast wegnimmt, sodass das helle Holz zum Vorschein kommt. Ansonsten trocknet das Holz schlechter und später ist der Bast mühsamer zu entfernen. Im Gegensatz zu anderen Hölzern muss man bei Hasel das Holz im Griffbereich nicht unbedingt bis auf den Markkanal herunterarbeiten, wenn man ein paar Tricks anwendet. Dadurch hat man bei der Griffgestaltung mehr Spielraum. Zunächst muss man an den Seiten und am Bauch Holz abnehmen. Das verhindert, dass Spannungen entstehen, die sonst zu Rissen führen würden. Wie sonst auch üblich, müssen die Enden versiegelt werden, um dort Trocknungsrisse zu vermeiden. Die besten Erfahrungen dafür habe ich mit gewöhnlichem Holzleim gemacht. Falls man den Griffbereich tatsächlich dicker gelassen hat, muss man aber auch hier die Schnittstellen versiegeln, um ein zu schnelles Austrocknen zu verhindern. Gelagert wird der Stave dann an einem trockenen, aber kühlen Platz, bis er kein Gewicht mehr verliert. Wenn ihr Fragen oder Tipps zum Ernten von Holz für den Bogenbau habt, schreibt sie unten in die Kommentare. Wenn du Spaß beim Schauen von TCube hattest, klicke auf den Daumen nach oben, um uns zu zeigen, dass du mehr Videos dieser Art sehen möchtest. Vergiss nicht, auch unsere anderen Videos anzusehen. Lass dich zum Würfel machen und abonniere, um über die aktuellsten Neuigkeiten und Videos informiert zu sein. Oder folge uns im sozialen Netzwerk deiner Wahl und teile das Video mit deinen Freunden. Vielen Dank für jede Art der Unterstützung. Sie hilft uns wirklich, unsere Inhalte zu verbessern.